Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sims 3 Leben. Wir sind wieder zurück bei unserer Familie Heartblue, Butler und Woods. Und wir machen da weiter, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Ich habe mich allerdings im letzten Part vertan. Unser lieber Noah hat erst morgen, also am Mittwoch, Geburtstag und Schneeflockentag ist auch erst am Mittwoch. Ist jetzt nicht so schlimm. Dann werden wir nämlich heute damit beginnen, dass wir mit Caroline Schluss machen werden. Rania hat heute frei, wegen der schweren Schneefälle. Bernie lasse ich gleich einen Tag Urlaub beantragen, damit er heute, wie gesagt, zu Caroline gehen kann und mit Caroline Schluss machen kann. Unsere liebe Kendra hat hier eben die Spülmaschinen repariert. Die waren nämlich kaputt. Darum hat sie sich gekümmert. Bernie hat auch versucht, alles zu reparieren, aber der hat einen Elektroschock bekommen. Die Fahrgemeinschaft von Bernie fährt in etwa einer Stunde. Nein, der soll bitte. Ist er immer noch am Müll durchwühlen? Ja, okay. Ich habe ihn. Lass ihn noch Müll durchwühlen, damit der noch hier für die Berichte was bekommt. Das Geschäft des im Müll herumwühlens ist normalerweise ja nicht besonders ertragreich, aber diesmal scheint Bernie tatsächlich etwas Interessantes über Lenny Böhmling zutage gebracht zu haben. Super. Unsere liebe Rania spricht hier mit ihrem imaginären Freund. Die Gute hat sich eben gewünscht, einen Schneeengel zu machen. Das kann sie dann auch machen. Hier vorne. Herzlichen Glückwunsch im Antrag von Bernie Butler auf ein unbezahlter Urlaub wurde stattgegeben. Prima. Dann kannst du jetzt bitte nach Hause kommen, beziehungsweise warte mal. Du kannst mal gucken, ob deine Liebe... Wo wohnt die denn? Da. Sie ist sogar zu Hause. Des Betrugs beschuldigt werden, ja, das wollte ich eigentlich ihr heute sowieso gestehen, dass wir sie quasi betrogen haben, weil wir mit Kendra rumgeflirtet haben. Ja, das wird jetzt ein... Etwas unangenehmer Teil, würde ich mal sagen. Okay. Du hast mich betrogen. Meine beste Freundin hat dich gesehen. Bernie hat nun folgenden Ruf. Betrüger. Wir werden sie jetzt erstmal beruhigen. Süß. Wir werden sie jetzt... Okay, das Beruhigen klappt wohl nicht so ganz. Kannst du dich entschuldigen? Sag ihr, es tut mir leid. Ich weiß, ich wollte es dir auch eigentlich sagen. Musst du jetzt zur Arbeit gehen? Okay. Dann sprechen wir uns später noch einmal. Dann kannst du dir aber hier noch deinen Müll durchspülen. Wenn du schon mal hier bist. Da hinten ist auch noch Müll. Die kannst du auch noch durchspülen. Los! Ja, darum werden wir uns dann heute kümmern, dass Bernie die Beziehung zu Caroline beendet. Damit das dann auch durch ist. Und damit wir dann morgen mit unserer lieben süßen Kendra zusammen können. Nachdem Wiley mehrere eklige Mülltonnen durchfiltert hat, sie Sim handfeste Informationen über Mick Wells Schrott gefunden. Nur wenige Sims würden vermuten, dass eine Mülltonne eine wahre Schatztruhe sein kann, doch pikante Informationen über Caroline Custard, die Bernie auf dem Boden der Tonne gefunden hat, sind von unschätzbarem Wert, trotz des Gestanks. Okay. Meint ihr, Benjamin wird heute befördert? Mit Sicherheit. Ja. Hast du deinen Schneeengel gemacht? Ja, hast du. Das ist doch super. Guck mal, du möchtest Fakehead Logik lernen und ein Buch über Logik lesen. Und die Buchhandlung besuchen. Ah, guck mal, wir können hier doch was sammeln. Cool. Dann gehen wir hier was sammeln. Madame? Dann kannst du doch noch zum Institut gehen, da du ja sowieso keine Schule hast aktuell.
kannst du einfach da so ein bisschen deine Zeit mit verbringen. Das ist doch cool. Dann kannst du später Fähigkeit Logik lernen gehen. Was brauchst du noch? Silberstück, Eisenstück, Smaragdstück und Rubin. Was bist du? Du bist Eisen. Eisen, Eisen. Gibt's hier noch irgendwo Silber? Eisen, Eisen. Ah, da ist Silber. Okay, dann kannst du noch hier Silber sammeln. Rania hat einen ungeschliffenen Edelstein von Rubin. Er ist 27 Simoleons wert. Aha, Benjamin muss ja... Stimmt. Dann werden wir jetzt die Arbeit ausführen gehen. Benjamin hat sein Tagewerk verbracht. Benjamin hat heute 1674 Simoleons verdient. Super! Ich denke mal, danach wird er dann befördert. Achso, du sollst danach, ja, wenn du fertig bist, kannst du das abgeben? Wenn bist du zu Hause? Ja. Ja, wir machen doch noch einen Junggesellenabschied. Mein Gott. Tu nicht so, als gäbe es das, würden wir das nicht tun. Bernie ist zu Hause. Wally kommt auch gleich nach Hause. Dann kannst du schon mal anfangen, Berichte zu schreiben. Ich glaube, Caroline ist nämlich noch nicht zu Hause. Das würde mich jedenfalls wundern. Weil sie erst so spät zur Arbeit gegangen ist. Deswegen kannst du jetzt hier mal gerade schreiben. Berichten über Caroline Custer. Ja, kannst ein paar böse Sachen über deine Freundin schreiben. So gut, du kannst duschen, dann kannst du das da sauber machen. So, wo ist der Kleine? Was macht der? Der kann eigentlich ein Buch mal haben. Ich glaube, ich habe noch Kinderbücher. Ich hoffe zumindest. Da. Mal mit 101 Fingerfarben. Das kann der lesen. Der Kleine. Dann lernt er nämlich noch was. Hier, lesen. So, du bist jetzt auch hier. Das ist super. Du hast aber echt viel Schrott. Hast du alles gesammelt, Rania? Nee. Warum bist du denn so müde? So, wenn du mit dem Bericht über Caroline fertig bist, wirst du nämlich die Gute anrufen und fragen. Rania hat einen ungeschliffenen Edelstein gefunden. Smaragd. Okay, super. Benjamin soll ein Seminar zum Thema medizinische Versorgung am Arbeitsplatz zu Hause abhalten. Bla bla bla. Okay. Hat ein Metall gefunden. Silber. Es fehlt jetzt nur noch das Eisenstück. Ach, sie hatte schon Silber gesammelt. Wo ist sie denn? Da in der Nähe war doch noch irgendwo in der Nähe. Hier hinten war doch... Da, wo sie das Silber sammeln soll. Hier war das, gell? Ja, sie hat ja dann schon ein Silberstück. Dann braucht sie ja gar keins mehr. Dann braucht sie ja nur noch das Eisen. Ja, Silber hat sie schon. Ja gut, dann macht sie halt jetzt nur das da. Ein besonders rechthaberisches Zimmer versucht Benjamin mit unausgereifter Webrecherche zu korrigieren. Noch manchmal vermittelt eine medizinische Ausbildung einfach wertvolleres Wissen als das Internet. Gewinne Caroline Costal als Freundin, um deine Jobleistung zu verbessern. Nee, mit der, wo wir dann jetzt nichts mehr zu tun haben, nachdem Bernie mit ihr Schluss gemacht hat. Und dann feiern wir morgen den Schneeflockentag. Mit unserer lieben Familie. Und morgen wird der Kleine ja auch schon zum Kind. Dann können wir nämlich hier ein bisschen was umbauen. Dann ist hier wieder ein bisschen Action drin. Bernie hat einen Bericht über Caroline Custard geschrieben. Okay. So. Du kannst sie jetzt anrufen und bitten, vorbeizukommen. Wo ist sie? Da. Nach Hause einladen. Oder du gehst bei ihr vorbei. Wenn sie nicht will, dann gehst du bei ihr vorbei. Klar, ich komme gleich mal rüber. Super. Dann kannst du sie jetzt direkt benutzen gehen. Wenn sie dann gleich da ist, kannst du mit ihr Schluss machen. Ich hätte ihr Tagewerk verbracht. Supi. Herzlichen Glückwunsch. Die gute Leistung von Lisha hat ihr einen Bonus von 3528 Simoleons und eine Beförderung eingebracht. Sie ist nun Vizepräsidentin. Lisha verdient nun 379 Simoleons in der Stunde und arbeitet von 13 bis 19 Uhr. Cool. Damit müsste sie eigentlich
bald schon fertig sein. Es ist ihr Lebenswunsch, Firmenchefin zu werden. Und damit kommt sie dem auch immer näher. So, wir müssen uns jetzt langsam mal daran machen, dass Riley und die ein Kind bekommen. Wie lange ist noch Winter? 4 Tage noch. Nur hat nun alles gelernt, was es von Melissa Verdruns Farben mit 101 Fingerfarben zu lernen gibt. Das wird ihm später bei der Entwicklung seiner Fähigkeiten garantiert helfen. Natürlich kann er es jederzeit wieder lesen. Rania hat ein Metall gefunden. Super, dann kann Rania die Objekte abgeben. Dann sind die auch fertig. So, und wir gucken jetzt gerade nochmal, ob der Kleine noch ein anderes Buch hat. Der ist aber ganz schön schnell mit dem Lesen gewesen. Ha, hat sich gereimt. Nee, hier sind gerade keine drin. Hast du noch irgendwelche Kinderbücher im Inventar? Hast du eventuell irgendwelche Kinderbücher im Inventar? Nein, hast du nicht. Okay, dann... Ich weiß aber, wo wir noch Kinderbücher haben. Nämlich im Familieninventar müssen noch welche Seiten. Genau, hier. Quadrate sind keine Dreiecke. Davon darf eins hier hin. Ich weiß noch nicht, ob der Kleine die noch irgendwie komplett gelesen bekommt, aber die liegen hier jetzt auf jeden Fall. Dann kann er sich schon mal lesen. Und du gehst an dein blödes Handy, wenn du fertig bist. Ist Caroline da? Ja, Caroline ist da. Okay. Super. Dann. Kannst du ihr. Gut, du kannst jetzt natürlich nicht mehr sagen, dass du sie betrogen hast. Deswegen wirst du ihr jetzt sagen: Ich möchte mich trennen von dir. Es ist zwar keine angenehme Aufgabe, aber Benjamin hat im Krankenhaus wahrscheinlich so manche Ansteckungen erspart und die Lebensqualität einiger nicht so glücklicher Sims verbessert. Edel war das nicht, aber Lise Leben gerettet zu haben schon. Super. Dann müsstest du jetzt auch eigentlich befördert werden. Oder nicht? Bäh, war das langweilig. Ich glaube nicht, dass ich stark genug gehen kann, um meine Langeweile Ausdruck zu verbringen. Was? Oh, Naklu. Och nö, Caroline! Stopp bitte! Ey. Diese blöde Nudel, ganz ehrlich. Wo wohnt die? Da wohnt die. Bernie, hierhin bitte. Du musst dich noch von ihr trennen heute. Es geht leider nicht anders. Ich bin auch nicht davon begeistert. Bist du jetzt so langsam mal da? So, ist sie jetzt da? Ist sie zu Hause? Ja, da ist sie ja. Ja, ich kann sie noch nicht ansprechen. Die Wissenschaftler waren ziemlich beeindruckt, dass du die Materialien so schnell gefunden hast. Vielleicht hast du ja eine Zukunft in der Wissenschaft oder zumindest im Steine sammeln. Sammle einen Regenbogen-Edelstein und schicke ihn aus dem Inventar deines Sims in die Institution Landgrab- und Marienwissenschafts. Institut. Stimmt, Regenbogenstein. Oh, ja, das machen wir. Dann kann sie nämlich ihren imaginären Freund zum Leben erwecken. So, wir kümmern uns jetzt aber trotzdem erst hier drum. Was macht sie? Sie zockt. Okay. Rania hat Blut auf nur noch eine Stunde draußen bleiben. Ja, Rania hat geht ja jetzt auch nach Hause. So. Sich trennen. Was ist? Okay, du könntest dich auch einfach nett trennen. Okay. Du sagst, es tut mir leid, aber mit uns passt es nicht mehr. Ich habe mich gegen dich entschieden. Meine Gefühle für Kendra sind einfach stärker als für dich und du hast es nicht verdient, mit jemandem zusammen zu sein, der dich nicht so liebt, wie du es halt verdient hast. So, du kannst dich... Seid ihr jetzt getrennt?
Ja, ihr seid getrennt. So, dann kannst du jetzt nach Hause gehen. Ich porte dich aber nach Hause, sonst kippst du mir wahrscheinlich auf dem Weg nach Hause um. Ich werde mich jetzt noch um die kümmern. Morgen ist Schneeflockentag und den werden wir auch feiern. Wir werden nämlich morgen, bevor wir den Schneeflockentag feiern und eine Geschenkeparty etc., werden wir erstmal oben die Etage umbauen, weil unsere liebe Kendra und unser lieber Bernie morgen zusammenkommen. Bis gleich. So, hier sind wir jetzt wieder am nächsten Tag. Und heute ist endlich Schneeflockentag. Und nicht nur das. Heute hat unsere liebe Alicia Geburtstag und auch unser lieber kleiner Noah. Also heute haben wir direkt zwei Geburtstage. Ah, und aufgrund des schlechten Wirtschaftsjahres hat Bernie kein Urlaubsgeld bekommen. Wiley ebenfalls nicht. Alicia hat ein durchschnittliches Urlaubsgeld von 5.600 Simoleons erhalten. Und Benjamin hat ein großzügiges Urlaubsgeld von 7.680 Simoleons erhalten. Der Schneeflockentag ist herangenaht. Teile beim Winterfest eine freundschaftliche Geste mit deinen Nachbarn, Freunden oder sogar einem Fremden. Heute ist der Tag, um Festtagsfreude zu verbreiten. Ja! Festtagsfreude! Kendra hat ja auch schon bald Geburtstag, genauso wie Bernie. Benjamin hat morgen Geburtstag. Okay, super. Okay, jetzt hat irgendwer hingekotzt. Oder wollte hier hinkotzen. Ich glaube, Bernie schläft noch. Nee, Bernie ist schon wach. Dann ist Bernie jetzt gerade. Und wenn er fertig ist, werden er und Kendra mal ein ernstes Wörtchen miteinander sprechen. Hat sich schon wieder ein Star-Level. Oh, nervend. Das ist keiner. Okay, gut. Die beiden müssen nämlich endlich mal ihre Beziehung zueinander definieren. Du wirst jetzt erstmal die süße Nudel hier knutschen. Nackig, okay. Mach halt. Dann kannst du dir sagen, hey, ich habe mich gestern von Caroline getrennt. Weil ich mich entschieden habe, dass ich mein Leben mit dir verbringen möchte. Und ich denke, dass du ebenfalls so fühlst. Also, ja, das ist... Ich kann es gar nicht glauben, Bernie. Dass wir beide jetzt endlich zusammen sein können. Und das ist so wundervoll. Ich bin einfach so verliebt in dich, Bernie. Sind wir dann jetzt offiziell ein Paar? Ja, das sind wir. Das ist der seltsamste Blick, den ich je bei Bernie gesehen habe. Ja, sind wir. Sie sind ein Paar! Sie sind zusammen. Und ich werde jetzt eine Sache machen. Oh. Ich werde jetzt eine Sache machen. Und zwar, die beiden werden jetzt ein Baby machen. Mal gucken, ob es klappt. Kendra will unbedingt noch ein drittes Kind und die beiden sind auch nicht mehr die Jüngsten. Kendra hat auch schon in 4 Tagen Geburtstag, deswegen wird es jetzt einfach Zeit. Warum schläft Wiley denn? Die hat doch die Nacht geschlafen. Ach, die wird wahrscheinlich wieder von den Katzen aufgeweckt, hä? So, bevor wir jetzt heute die Geschenkeparty machen,
Gehst du auch mal mit? Kendra? Hallo. Ja, dann Kendra. Aha. Bevor wir heute die Geschenkeparty machen, werden wir oben umräumen. Das habe ich ja gesagt gehabt. Bombards in Fähigkeit jagen Level 5 erreicht. Und? Oh, es hat nicht geklappt. Oh, schade. Ja, dann machen die beiden heute Abend noch als so. Ich werde aber jetzt hier anfangen umzuräumen. Das werde ich aber im Schnelldurchlauf machen. Damit heute Abend alles für die Geschenkeparty bzw. für unsere kleine Schneeflockenparty fertig ist. Viel Spaß!
hat jetzt echt lang gedauert. Ich habe es geschafft, das komplette Haus wirklich einzurichten. Hier habe ich jetzt nicht großartig was verändert. Aber wie ihr seht, hat Benjamin jetzt eine komplette Einzimmerwohnung. Hat die ganze Ecke hier jetzt für sich. Kleiner Wohnbereich. Hier ist seine Küche. Natürlich sehr modern eingerichtet. Hier so experimentelles Zeug, da er Wissenschaftler ist. Seine Wissenschaftsstation. Das hier ist so ein 3-in-1 Badezimmer. Dann habe ich die Wohnung der Mädels mal ein bisschen eingerichtet, ein bisschen bewohnter gemacht. Nicht mehr so kahl wie vorher. Also bei Benjamin ist es noch relativ kahl, allerdings ist er halt auch so der Typ, der eher so, ja, mit dem Nötigsten lebt quasi. Dann habe ich hier oben jetzt, das hier wird das Zimmer von Noah. Das habe ich umgeräumt. Ich habe ihm so ein Ozean-Thema gegeben, weil ich irgendwie fand, das passt zu ihm. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich wegen Arsche nur. Keine Ahnung. Hier habe ich jetzt nichts verändert. Ich habe nur das Bild da hingehangen. Dann habe ich hier so einen Durchgang gemacht. Und ich habe das Zimmer von unserer lieben Ranja jetzt vergrößert. Da habe ich jetzt nicht viel hingemacht. Ich habe hier noch hier so eine Spielecke gegeben, noch so ein Einhorn und so. Dann ziehen hier in dieses Zimmer jetzt Kendra und Bernie. Das ist sehr klein, das Zimmer, ja. Aber es reicht zum Schlafen. Und hier nebenan kommt dann noch ein Babyzimmer rein, wenn denn dann Nachwuchs nochmal unterwegs ist. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, hier hat mich jetzt die Lust verloren bei Riley und Alicia beim Schlafzimmer von denen. Ich habe denen jetzt gerade nur noch einen Schrank reingegeben und ein bisschen, bisschen Deko reingemacht, das Badezimmer noch ein bisschen dekoriert. Aber mich hat jetzt bei Riley die Lust verlassen, weil ich jetzt ungelogen eine gute Stunde lang daran saß, hier nur umzuräumen und zu dekorieren und so. Ja, aber ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, das ganze Haus bewohnbar zu machen. Ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen stolz auf mich, dass ich es jetzt noch geschafft habe. Dass ich immer noch aufnehme, dass ich jetzt immer noch Bock habe aufzunehmen. So. Ja, wie gesagt, ich habe direkt das Zimmer umgeändert für Noah, weil er wird ja heute sowieso zum Kind. Deswegen dachte ich mir, da brauche ich jetzt kein Babyzimmer mehr einzurichten. Er hat halt das Zimmer von vorher bekommen. Und je nachdem, was für ein Geschlecht das Kind wird, zieht es dann noch zu Noah oder zu Ranja. Vorausgesetzt, Ranja lebt zu dem Zeitpunkt, wo das Kind dann alt genug ist, noch bei uns. Müssen wir dann gucken. Ja, das war's dann eigentlich erstmal hier. Mehr habe ich nicht verändert. Okay. Dann werden wir jetzt hier unten gerade mal ein bisschen freiräumen. Ach, ich wollte hier eigentlich direkt wegräumen. Weil ich wollte jetzt mit euch zusammen den Geschenkebaum hier hinpacken. Ich packe das mal gerade alles ins Familieninventar. Ach komm, ich verkaufe das einfach alles. So, die Bücher jetzt nicht. Weil wir brauchen ja für die Geschenkeparty brauchen wir ja Platz. Da, wusste ich es doch. Es gibt einen Weihnachtsbaum. Ich wollte doch sagen. Machen wir hier jetzt nicht so fertig. So. Ja, dann gibt es halt die hässlichen Geschenke noch dabei. Hauptsache mich erschreckt. Ich muss zugeben, in der 100 Baby Challenge feiere ich den Schneeflockentag auch nicht mehr. Weil ich in der 100 Baby Challenge mit... Lass mich nicht lügen. Aktuell, ich glaube, 25 Leuten in einem Haushalt bin. Wenn man die Tiere mitzählt und das wird dann einfach zu viel. Es ist auf jeden Fall jetzt soweit, dass alle Wohnungen bewohnbar sind. Und das freut mich sehr.
Guck mal. Da heute Weihnachten ist, kannst du spenden. Kannst du Post nehmen. Ah, ich muss noch gerade die Betten wieder zuweisen. Beziehungsweise die Kleine hat ja. Und der kann auch nicht da drin schlafen, weil er noch zu klein ist. Okay. Alicia wird aber jetzt mal gerade in die Stadt fahren und wird für sich und für den Kleinen einen Geburtstagskuchen kaufen. Da ist der Supermarkt. Lebensmittel einkaufen. Und einen Lottoschein kannst du auch kaufen. Dann kannst du nämlich zwei, wie heißen sie? Kuchen kaufen. Wir werden nämlich jetzt den Geburtstag von unserem süßen kleinen Noah früher feiern. Und dann werden wir zusammen noch aufs Winterfest gehen. Aus dem Grund, dass... läuft die zu Fuß? Warum läuft die denn jetzt zu Fuß? Ich hoffe, die hat wenigstens was an. Sie hat wenigstens was an, das ist ja auch nur was. Aus dem Grund, dass... Weil ich gerne mit denen aufs Winterfest möchte. Und Noah dann wenigstens auch was machen kann. Hopp, geh rein. Noah hat alles aus dem Buch gelernt. Super. Ich hätte gerne ein... Ja. Keine Ahnung, was das ist. Zwei Kuchen, bitte. Objekte kaufen. Weißt du was, dann kannst du auch direkt noch Partner werden. Wenn du fertig bist, dann kommst du bitte nach Hause. Ich möchte, dass der noch so viel lernt, wie es geht. Von den Büchern hier. Und heute Abend werden wir dann nochmal versuchen, ein Baby zu machen. Ja, Kuchen haben wir auf jeden Fall schon mal dabei. Dann können wir gleich nämlich schön den Geburtstagskuchen feiern. Geburtstagskuchen feiern. Mhm. Den Geburtstag feiern. Mein Gott. Geburtstagskuchen feiern. Ah, und ich muss hier die abschließen für Tiere. Muss ich leider Gottes machen, sonst geben mir die Katzen an den Vogel. Deswegen dürfen die Katzen überhaupt nicht mehr bei Benjamins Haus rein. Das ist leider nicht mehr möglich. Glückwunsch! Alicia ist mein Partner bei Mikes Kramladen. Sie hat jetzt ein Anrecht auf die Profite, die sie hier, sich wöchentlich hier abholen kann. Mikes Kramladen. Und wenn sie die Anteile der anderen Partner aufkaufen will, hätte sie natürlich noch mehr Macht und Geld. Ja, schön. Ich will aber jetzt nur gerade, dass sie ein bisschen, dass wir einfach Partner haben. Okay. Ja, du kannst was essen, wenn du Hunger hast. Das ist in Ordnung. Benjamin, wo bist du? Wo gehst du hin? Hör auf, mit Doktortitel zu prahlen. Was ist denn hier jetzt schon wieder kaputt gegangen? Kann... Ah ne, der Kleine braucht jetzt nichts zu essen, weil es ja gleich Essen gibt. Du kannst ja mal gerade das dann noch leer machen, sonst sind gleich alle angeekelt. Alicia, bist du schon zu Hause? Nein, bist du noch nicht. Einen Schneemann bauen möchtest du? Das kannst du mit kannst du mit Noah dann später bestimmt machen. Alicia, bist du zu Hause? Du möchtest ein Iglo bauen und einen Schneeengel machen. Hier können wir auch gerne alles machen heute. Kendra, gib ihm bitte keine Flasche. Der kann gleich was essen. Ich warte nur noch, dass Alicia nach Hause kommt. Okay, Alicia ist zu Hause, glaube ich, oder? So. Okay, Bernie. Komm mal bitte hier hin. Es ist wichtig, dass du jetzt hier bist. Kerzen ausblasen. Der kleine Noah Hartloh. Noah Hartloh feiert Geburtstag. Alle sind herzlich eingeladen. Ja. Komm schon. Moment, Moment, Moment. Mine muss natürlich Fotos machen. Mine muss immer Fotos machen. Eine Geschenkeparty werden wir aber wahrscheinlich nicht veranstalten, aber wir werden uns trotzdem gegenseitig verschenken, und sei es nur, wenn es nur ein Buch ist, gell? Happy Birthday to you. Happy
Happy Birthday to you. Happy Birthday, kleiner Noah. Happy Birthday to you. Ich bin gespannt, wie er aussieht. Das Krabbeln und auf den Hinterfallen liegt nun hinter Noah. Er ist endlich ein Kind. Zwar hat er jede Menge Arbeit und vor allem haufenweise Hausaufgaben vor sich, aber wenn Noah sich anstrengt und in der Schule schön fleißig ist, wird es das Leben schon gut mit ihm meinen. Da du bei der Erziehung Höchstleistung vollbracht hast, darfst du nun wählen, welches Merkmal Noah weiterentwickeln soll. Ich würde ihm gerne das Merkmal Segler geben, wenn es geht. Ich weiß nicht, ob ich ihm das schon geben kann. Schwimmbegeistert. Dann gebe ich ihm Schwimmbegeistert. Das passt sogar noch besser. Yay! Noah hat Geburtstag. Ich warte jetzt gerade noch, bis das... Okay, super. Wir gucken uns den Kleinen direkt im Cast an. Okay, also er sieht Nathael. Er sieht Nathael wirklich verdammt ähnlich. Und er hat echt auch was von... zu sie, aber es war ja abzusehen. Ich meine, er ist ja immerhin das Kind von den beiden. Ist dann klar, dass er aussieht wie seine Eltern. Sie wird eigentlich ganz hübsch für ihn. So, ich werde ihn aber jetzt gerade eben schnell durchlaufen, ein bisschen umstylen und dann zeige ich ihn euch gleich. Ich habe ihm so eine Latzhose gegeben, weil da sind zwei Schiffe drauf und ich finde irgendwie, der sieht total süß aus in so einer Latzhose. Wie so ein Naturbursche halt, der einfach rausgehen will. Er ist ein Hübscher, gar keine Frage. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für Kämpfer schwer sein muss, ihn anzusehen. Zumindest ab und zu mal. Weil er einfach die perfekte Mischung quasi zwischen Nathael und Susie ist und ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwo ein bisschen hart ist. Aber sie liebt ihn ja trotzdem. Der kann ja nichts dafür, dass er das Kind von den beiden ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ab und zu mal hart ist für Kendra. So, der Kleine ist jetzt umgezogen. Wir haben schon wieder 14 Uhr, war ja mal wieder typisch. Aber, sollen wir Alicia gerade auch noch altern lassen? Ja, wir lassen Alicia jetzt noch altern. Ich muss aber gerade abspeichern. Wir lassen Alicia jetzt nicht altern. Wir gehen jetzt alle zusammen aufs Winterfest. Weil es wird langsam Zeit. Benjamin, Bernie, Kendra, Noah, Rania und Wiley. Die Katzen bleiben zu Hause. Ach, hier steht er schon. Super. Dann werden jetzt... Nee, Kendra, Bernie, Rania und Noah werden jetzt ein Grußkartenfoto machen. Beziehungsweise sie werden jetzt erstmal hier alle hingehen, weil Noah muss ja erst noch was essen. Du kannst eigentlich dann... Ach, ich wollte ja, dass du einen Schneemann mit Noah machst. Hat irgendwer den Hunger von euch? Ja, ich kaufe ihm Eierlikör. Klar, mache ich immer. Du kannst den Hamburger kaufen. So. Also erstmal hier gucken, wie geht's euch denn?
Ja, du willst dir was zu essen kaufen, das kannst du gerne tun. Du gehst jetzt auf die Toilette. Okay, mach halt. Du gehst snowboarden. So, du stehst hier. Wiley hat Urlaubsgeld erhalten. Und Bernie auch. Hieß es nicht eben, wegen wirtschaftlichen Problemen gibt es kein Urlaubsgeld? Du kannst jetzt erstmal mit Bernie zusammen eine Grußkarte machen. Oh, der pinkelt sich gleich in die Hose. Das will ich jetzt vermeiden. Dann können die beiden nämlich zusammen eine richtig hübsche Grußkarte machen. Ich habe nämlich noch keine. Genau. So, Rania, hierhin bitte. Bist du fertig mit dem Essen? Dann bitte ein Grußkartenfoto mit Bernie, Rania und Noah. Oh, das ist richtig schön. Das ist ein richtig schönes Foto geworden. Wiley und Alicia können vielleicht auch noch ein Foto machen. Und Benjamin ist ganz allein. Und Benjamin ist snowboarden. Benjamin ist glücklich. Vielleicht kann ich die drei dann einfach noch später ein Foto machen lassen. Also Wiley, Alicia, Kendra und Benjamin. So das Geschwister-Pärchen, die Geschwister halt. Ja, ist okay. Kann ich die Kinder eigentlich auch da reinschicken lassen? Oh. Benjamin freut sich. Das will ich jetzt mal gerade ausprobieren. So, stopp. Du willst einen Schneemann bauen. Du kannst ihr dabei helfen. Mitmachen, Schneemann bauen. Und du willst auch einen Schneemann bauen. Du wirst nämlich jetzt mit Noah einen Schneemann bauen. Ihr macht einen Wettbewerb. Derjenige, der den schöneren Schneemann gebaut hat. Jungs oder die Mädels? Leider hat Alicia in der Torte im Lotto nicht gewonnen. Alicia hat Urlaubsgeld erhalten. Die hat doch heute schon mal Urlaubsgeld erhalten. Das ist einfach eine Schwefelblume. Und die beiden gehen jetzt einen Schneemann bauen. Ah, oh, wie schön. So, wer gewinnt? Die Jungs oder die Mädels? Die Jungs oder die Mädels? Die Jungs oder die Mädels? Los! Ach, ist eigentlich voll schön, oder? Dass wir einen Jungen und ein Mädchen haben. Ich hätte auch total Lust, dass die beiden Zwillinge bekommen. Aber ich glaube, dafür ist das Haus noch zu klein. Wiley ist daran interessiert, jetzt mit Alicia einen Grußkartenfoto zu machen. Los! Habt ihr schon euren Schneemann fertig? Ach so, das ist ein klassischer. Das ist schön. Du kannst hier mal mitmachen. Bist du fertig mit dem Snowboarden? Bernie hat herausgefunden, wie man einen Hockeyschneemann baut. Oh, der ist hier cool! Okay, ich glaube, die Jungs haben gewonnen. Ah, kleiner Funfact am Rand. Ich liebe Hockey. Ich habe das in der Schule, haben wir das gespielt und ich fand das so geil. Ich habe es richtig geliebt. Ich habe dann auch angefangen, Hockey zu gucken und so. Ich habe auch ein Referat über Hockey gehalten. Ich liebe Hockey. Ich finde es total cool. Nur, was machst du? Moment. Ich will Fotos. Ey, sag mal. Rania, du bleibst hier. Ich weiß, dass du müde bist, bleibst trotzdem hier. Grußkartenfoto machen mit Noah. Ich möchte, dass ihr beiden auch einen zusammen macht. Hopp. Ich will so viele Fotos haben. Das ist schön. Kendra hat herausgefunden, wie man einen Sensenmann-Schneemann baut. Kendra, willst du mir irgendwas sagen? Bist du irgendwie... Hast du irgendwie ein Problem mit uns? Hier war der weg. Ich brauche mal ein cooles Foto von dem Schneemann. Ich dachte gerade, das ist Crazy Love nennt, aber ist es nicht. Und Alicia wird heute schon zu Erwachsenen. Okay, der ist echt gruselig, aber auch irgendwie voll cool, gell? Cool. Das ist richtig cool irgendwie. Benjamin! Komm mal hier hin. Ich will, dass du mit deinen Schwestern ein schönes Grußkartenfoto machst. Grußkartenfoto machen mit Alicia und Kendra.
Ich hab einen Kettmann. Kannst du mit Bernie dann eigentlich auch noch mal ein Foto machen? Ist doch auch cool. Und jetzt kannst du mit Bernie noch ein Foto machen. Und dann habe ich, glaube ich, mit allen möglichen Leuten Fotos. Ach ja, Elie hat ja Geburtstag. So, dann freu dich mal, Mausi. Happy Birthday. Nochmal singe ich nicht. Alicia ist nun eine reife und verantwortungsbewusste Erwachsene. Naja, wenigstens meistens. Sie sollte sich langsam Gedanken über ihre Karriere und Familienplanung machen, solange noch genug Zeit bleibt. Groß kann ein Foto machen mit Bernie Butler. Alicia hat Geburtstag. Ist das nicht so schön? So, wie lange hat die denn jetzt eigentlich? Tage bis zur Alterung, 50. Okay, die beiden müssen echt schnell Kinder bekommen, wenn sie den Lebenswunsch von Riley noch erfüllen wollen. Achso, ich wollte sie ja jetzt auch noch gerade ganz schnell umstylen. Okay, Planänderung. Ich werde sie jetzt nicht umstylen, weil mein Spiel darauf gerade überhaupt keine Lust hat. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach wieder alle nach Hause. Und du wirst kein Nickerchen machen. Ich werde die aber alle gerade teleportieren, weil mein Spiel hat gerade echt keinen Bock mehr. Kann ich aber auch verstehen. Ich habe es immerhin seit 5 Stunden schon an. Und das sagt jetzt nein. Lass mal besser. Deswegen werde ich die jetzt mal gerade alle nach Hause teleportieren. Und ich möchte, dass unsere liebe Kendra es jetzt nochmal mit ihrem Bernie versucht. Und zwar Baby machen. Kein risikoreiches Testamentel, sondern wirklich Baby machen. Ich möchte, dass die beiden noch ein Kind bekommen. Und ich hoffe, dass die Melodie ertönt. Diese Gruppe ist mir ein bisschen zu romantisch. Ich lasse euch ein wenig Zeit zu zweit. Ich habe mich kürzlich amüsiert. Wir sollten in Zukunft wieder was zusammen machen. Okay. Was machen die denn? Hä? Hey, macht doch keiner was. Ich hoffe, der kommt da durch. Sieht schon mal gut aus, ja. Okay. So, einmal kuscheln bitte. Ich brauche davon natürlich ein Foto. Ich brauche von allem ein Foto. Ohne Witz, bei der 100 Baby Challenge, die Alison kotzt so oft, weil sie halt ständig schwanger ist. Aber ich brauche von jedem Kotzen ein Foto. Guck mal, wie verliebt Bernie seine Kendra anstarrt. Es war die beste Entscheidung, dass die beiden zusammenkommen. Und? Bitte. Wie? Bin ich schlecht jetzt, gell? Och Mann. Ja, dann müssen wir es weiter probieren. Naja. Ich beende hier den Part jetzt. Ich habe echt fast 3 Stunden Aufnahmematerial. Jetzt reicht's. Also ich hoffe, dass mein Schneidprogramm nicht spinnt. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!